entscheidet wirklich eigentlich nur dieser Wettkampf, ob wir mitfahren zur WM oder nicht. Ja, von dem her muss man natürlich jetzt auch abliefern. Es hat nichts geklappt. Bei jeder harten Einheit habe ich an den heutigen Tag gedacht. Ja, ich muss diese Tempoläufe durchgekämpft, damit ich heute fit bin. Hey Leute, willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Es stehen mal wieder die Deutschen Meisterschaften an und ich dachte mir, ich nehme euch wieder mit und zeige euch das Ganze. Ich freue mich sehr, bin aber natürlich auch schon ein bisschen angespannt. Morgen ist der Vorlauf und am Sonntag hoffentlich wieder das Finale. Aber ja, es ist dieses Jahr in Berlin im Olympiastadion und ist natürlich für mich als quasi Berlinerin mega, mega cool und ich freue mich riesig, im Olympiastadion laufen zu dürfen. Meine Family ist auch schon auf dem Weg hierher, die kommen heute Abend, also meine Eltern und mein Bruder, und unterstützen mich und ja, bin sehr, sehr dankbar, dass sie mit dabei sind und ja, mich da unterstützen. Und heute steht jetzt gar nicht mehr so viel an. Ich fahre jetzt gleich nochmal kurz ins Stadion, mache einen Auftakt für morgen, also ich bewege mich nochmal ein bisschen durch und dann gehe ich heute Abend noch mit meiner Family was essen, gehe dann hoffentlich früh ins Bett, kann gut schlafen. Und ja, reist dann morgen auch von zu Hause quasi an. Ich habe es ja nicht weit. Werde dann aber von Samstag auf Sonntag im Hotel übernachten. Ja, einfach, dass man nochmal so ein bisschen dieses Feeling von deutschen Meisterschaften hat und nicht ganz so, also einen möglichst kurzen Anreiseweg hat und sich voll und ganz aufs Finale konzentrieren kann. Ich habe gerade gesehen, jetzt in 24 Stunden werde ich auf dem Weg zum Callroom sein. Ich weiß gar nicht, ob jedem Callroom ein Begriff ist, wahrscheinlich nicht. Wir sind, bevor quasi man ins Stadion geht, ist man nochmal so 20 bis 30 Minuten vorher in einem kleinen Raum mit all seinen Konkurrenten und wartet einfach ab, bis man dann reingeführt wird. Aber ja, ich muss sagen, ich habe richtig Bock zu laufen, was nicht immer der Fall ist. Gerade bei so großen Wettkämpfen ist natürlich der Druck auch immer enorm und man macht sich selber viele Gedanken. Aber ja, ich habe richtig Bock und freue mich richtig auf den Wettkampf. Aber mal gucken, wie es mir morgen so geht. Ich habe sogar meine Fingernägel in der Farbe meiner Spikes lackiert, damit wir schön matchen. Also ich bin auf jeden Fall race ready. So, heute ist der Tag des Vorlaufs und ich muss sagen, ich bin mittlerweile schon ein bisschen angespannt. Ist irgendwie voll komisch, dass jetzt der Tag gekommen ist, auf den man so lange hingearbeitet hat. Und ja, jetzt erstmal schon so der wichtigste Wettkampf, weil man sich ja jetzt quasi für die WM und oder EM qualifiziert. Von dem her, ja, bin ich schon ein bisschen aufgeregt, aber gut, ich muss jetzt erstmal den Vorlauf gut überstehen und sicher ins Finale kommen, das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Dieses Jahr sind die deutschen Meisterschaften bei uns 400-Meter-Läuferinnen auch Trials, nennt sich das. Das heißt, es entscheidet wirklich eigentlich nur dieser Wettkampf, ob wir mitfahren zur WM oder nicht. Ja, von dem her muss man natürlich jetzt auch abliefern. Einerseits cool, ja, weil man sich halt wirklich jetzt im direkten Vergleich messen kann und dann bei den deutschen Meisterschaften wirklich alle da sind und alle die gleichen Bedingungen haben. Andererseits, wenn man natürlich einen schlechten Tag hat, ja, ist natürlich sehr blöd. Das heißt auf jeden Fall, ich möchte auf jeden Fall eine Top 4 Platzierung morgen haben im Finale, dass ich auch sicher für die Staffel bin. Aber natürlich auch gerne noch ein bisschen mehr. So eine Medaille wäre natürlich auch schön, aber ja, mal schauen. So, ich habe jetzt ganz schnell noch Nudeln gemacht. Und ja, muss mir die aber eher runterzwingen, weil so vor Wettkämpfen kann ich meistens nicht ganz so gut essen. Ja, und jetzt geht es dann gleich los ins Stadion. Okay, ich habe mich jetzt fertig gemacht und Tasche gepackt. Mache mich jetzt auf den Weg ins Stadion und melde mich dann wahrscheinlich auch erst wieder nach dem Rennen. Ja, weil ich mich jetzt auf den Wettkampf konzentriere. Übrigens Tipp, falls ihr Babyhaare habt, dieses Produkt ist der Hammer. Ich versuche halt einfach locker ranzugehen und den Lauf noch zu genießen. Morgen wird es dann hoffentlich erst richtig ernst. Und ja, genau, melde mich dann später bei euch.
Familie hat die besten Plätze gehabt hier. Die haben es gut. Die können schön hier essen und zuschauen und ich muss unten leiden. Ich sag's euch, was war das für ein Tag? Ich bin gerade ins Hotelzimmer gekommen. Es ist, keine Ahnung, 23:30 Uhr. Ich war, glaube ich, heute bei 4 verschiedenen Restaurants, weil es hat nichts geklappt. Bei einem hat die Küche gebrannt, dann gab es ein Gasleck, dann, oh, es war furchtbar. Aber egal, ich bin jetzt im Hotelzimmer. Ich gehe jetzt noch schnell duschen und lege mich noch kurz in den Lymphomaten zur Regeneration. Und dann kann ich morgen ausschlafen und dann ist es auch gut. Aber irgendwie ist diese Saison verhext. Ich habe immer Komplikationen. Also Wahnsinn. Ja, noch ganz kurz zum Vorlauf. Ich glaube, ich habe noch gar nichts gesagt. Ja, ich konnte den Vorlauf gewinnen. Das war das Ziel heute. Und ja, bin sehr gespannt auf morgen. Ich habe die Bahn 3 und das ist, glaube ich, auch ganz gut. Habe quasi alle vor mir. Und ja, es war auch sowieso heute schon wieder so, also gab wieder so krasse Komplikationen, weil es eine Gewitterwarnung gab, dann saßen wir da eine Stunde rum. Ich hatte dann noch ein bisschen Panik, weil meine Nase wieder zugegangen ist von der Allergie und ich kein Nasenspray dabei hatte im Callroom. Und weil wir eine Stunde rumsaßen, wurde es nicht besser. Und ja, es gab auch keinen, der mir eins bringen konnte. Deswegen war das alles ein bisschen semi, aber es hat alles geklappt. Ist alles gut gegangen und morgen ist ein neuer Tag. Ja, mal gucken, wie es morgen wird. Aber ja. Ich melde mich morgen nochmal, ich gehe jetzt erstmal schlafen. Guten Morgen, der Tag des Finals ist gekommen. Ich habe so semi-gut geschlafen leider. Es war super warm heute Nacht, obwohl ich mit Klimaanlage geschlafen habe. Ich glaube, die funktioniert nicht richtig leider. Deswegen werde ich jetzt auch nochmal nach Hause fahren. Alles totaler Trubel. Ich hätte es mir so einfach machen können und gestern einfach zu Hause schlafen sollen. Aber ich glaube, das sollte so kommen. Ich brauche diesen Stress davor. Ich hatte bisher danach immer gute Wettkämpfe. Ja, irgendwie ein komisches Gefühl, dass jetzt so der Tag gekommen ist, auf den man sich so lange vorbereitet hat. Bei jeder harten Einheit habe ich an den heutigen Tag gedacht und ja, mich durch die Tempoläufe durchgekämpft, damit ich heute fit bin. Deswegen kann ich aber auch selbstbewusst ins Rennen gehen. Wobei ich schon sagen muss, dass ich aufgeregt bin. Also es ist heute doch nochmal ein anderes Gefühl als vor den Wettkämpfen sonst. Man kann es immer so ein bisschen vergleichen mit so einer Abiturprüfung, finde ich. Wenn man sich da Monate drauf vorbereitet und dann an einem Tag abliefern möchte oder muss. Und genauso fühlt sich das bei deutschen Meisterschaften auch immer an. Wobei das ja so ein bisschen auch die Vorstufe quasi ist, weil man sich ja für die WM oder EM qualifizieren möchte. Ja. Mal schauen, es ist auf jeden Fall super, super heiß heute. Ich muss gucken, dass ich da vorne schon zu viel Energie verbrauche beim Aufwärmen. Es ist heute auf jeden Fall die Platzierung ein Stückchen wichtiger als die Zeit. Und es wird auf jeden Fall ein, glaube ich, ein knappes Ding. Aber ja, ich bin mega gespannt, wirklich. Und versuche es so gut es geht zu genießen. Aber muss sagen, ich freue mich auch schon, wenn es dann geschafft ist. Ja, weil es natürlich schon irgendwo auch immer eine Drucksituation ist. Aber ja, ich brauche auch den Druck, um gut zu rennen. Deswegen, ja, mal schauen. So, zum Frühstück gibt es bei mir wie immer Porridge, ein bisschen Obst. Und ich gönne mir. Michelle gönnt sich, ja. Richtig geil. Mache ich morgen auf jeden Fall auch. Michelle hat mich gerade ausgelacht, weil ihr Zeug so ordentlich ist. Und ich schon wieder komplett Chaos habe. Aber du musst auch gleich schon ins Stadion und ich habe noch Zeit. Deswegen ist auch klar, dass du schon gepackt hast. Ja. So, ich bin mittlerweile wieder zu Hause, habe gerade noch meditiert. Das erste Mal. Ich habe es jetzt mal ausprobiert, weil ich wirklich aufgeregt war. Und es hat mich auch wirklich runtergebracht. Es hat echt gut geholfen. Aber ich werde es dann jetzt komplett weglegen. Werde mich auf meinen Lauf konzentrieren. Und deswegen melde ich mich dann erst wieder nach meinem Rennen.
Drückt mir die Daumen, wollte ich sagen, aber wenn ihr es seht, dann ist das Rennen ja schon vorbei. Ja, 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 ja. Ey, coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. 2-2-3-3, I'm on 10 again, yeah. State your name, Bibbin dope on flame. I just switched the lanes. Damn, he did it again. I just flipped the pain. Stripping and dipping in bass, slab on everything. Swimming, you sinking away, cause I got big racks coming. I put my low racks on it. I ain't skip past losses, I had to get back off it. See the fit lab on it until they whip my coffin. Money clip, I tossed it, I heard it's big bags on big bags on big bags coming. Coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. 2-2-3-3, I'm on 10 again. Pump up the action. I'm active. If he never heard of Ben Dope, he just napping. Jackson's off the rapping. Keep it on my body, bitch, I'm broke if you asking. Don't gotta sell him, Osialis, flawless, broken whips as long as it is foreign. Heard you want it cause the yam's enormous. What's in since she isn't gorgeous? Live my life, last name a Morgan Freeman. Trying to touch a forest, do not know when knocking on the door is. Came in, I came in, I came in. Did it like the Porsches. Coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with? Yeah. 2-2-3-3, I'm on 10 again. Okay, alright. Coming in. Yeah. Flex. I just wanna win. Oh, ich komme jetzt auch mal dazu, mich zu melden, ne? Der Lauf ist geschafft. Und ich habe die Bronzemedaille gewonnen. Und bin sehr froh, dass das für eine Medaille gereicht hat. Es war super eng. Und ja, hätte mir vor einem Jahr jemand gesagt, dass ich Bronze gewinnen werde bei den Deutschen Meisterschaften, dann wäre ich, glaube ich, unendlich glücklich gewesen. Jetzt muss ich sagen, bin ich nicht zu 100% zufrieden, aber auch nicht unzufrieden. Ja, ich wäre gerne ein Stückchen schneller gerannt, ich habe es ja schon gesagt. Ich wollte die EM-Norm nochmal angreifen und eine 51 vor dem Komma haben. Das hat nicht ganz gereicht, aber wer weiß, vielleicht klappt es ja dieses, ansonsten hoffentlich nächstes Jahr noch. Ich weiß auf jeden Fall, was ich kann. Es hat auf jeden Fall unfassbar viel Spaß gemacht, im Olympiastadion zu laufen. Es waren so viele Freunde und Familie von mir da, die mich unterstützt haben. Ich muss sagen, ich war auch schon ganz schön aufgeregt. Kein Vergleich zu den restlichen Wettkämpfen dieser Saison. Deutsche Meisterschaft ist einfach nochmal ein komplett anderes Feeling. Aber ich bin super dankbar, dass ich mich jetzt für die WM qualifiziert habe mit der Staffel und bin mega gespannt auf die Erfahrung. Ich war noch nie bei einer Weltmeisterschaft, von dem her freue ich mich riesig drauf. Ich glaube, es wird auch eine mega coole Zeit mit den Staffelmädels. Und ja, ansonsten muss ich sagen, war der 400er heute ganz schön hart. Also die 30 Grad hat man auf jeden Fall gemerkt, gerade beim Aufwärmplatz. Es war wirklich heftig. Man musste echt versuchen, sich irgendwie runterzukühlen. Also ich kam am Ziel auch erstmal gar nicht klar. Das habe ich auch echt selten. Aber ja, ich habe 100% gegeben. Ich kann mir nichts vorwerfen. Und ich bin mega gespannt auf die nächsten Wochen und auf das, was noch so kommt. Und an dieser Stelle wollte ich mich auch nochmal bedanken an alle, die mitgefiebert haben und an alle eure lieben Nachrichten. Ich habe mich so, so sehr gefreut. Ich bin noch gar nicht dazu gekommen, alles zu beantworten, aber ich werde mir jetzt die nächsten Tage dafür Zeit nehmen und ja, es ist wirklich unfassbar schön zu sehen, wie viele ja, meinen Werdegang verfolgen und mitfiebern und das freut mich wirklich unfassbar. Und ja, ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich jetzt auch den Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, mein nächster Vlog wird dann vielleicht von der WM sein. Ich bin sehr gespannt und ja, nehme euch wie immer mit. Hinterlasst mir sehr gerne euer Feedback und wir sehen uns dann beim nächsten Video.